543. Versuch. Nein, nicht ganz, aber ja. Ja, als ich vorhin das Video fertig gedreht hatte, wollte ich ein Foto machen für das Titelbild bei YouTube und sah, dass ich hier alles noch braun war vom Haare färben. Ich hoffe jetzt, dass ich einigermaßen alles weggekriegt habe und nicht mehr aussehe wie ein ausgelaufener Schokohase. Ja. Mein letztes Video ist ja jetzt auch schon wieder fast eine Woche her und es tut mir furchtbar leid, dass am Sonntag schon wieder kein Video online gekommen ist. Ihr erfahrt dann noch, warum das so ist. Hat nicht so schöne Gründe leider. Aber ja, ist jetzt halt so. Und ach, so. ja. Es ist zwar so, dass ihr ja mitgekriegt habt in meinem letzten Video, das am Mittwoch online kam, dass ich mit meinen Füßen verknackst habe. Das heißt, ich habe mir ein Band angerissen wahrscheinlich. Und ja, so etwas lang zu Hause hing. Und ja, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben. Oder die, die dieses Video auf Facebook sehen, können ja dort unten dran schreiben. Ja, bei mir ist das dann halt so, wenn ich dann mal immer nur zu Hause rumsitzen kann, dann ja, dann brechen bei mir so alle Dämme, sag ich jetzt mal. Und es war halt bei mir dann wirklich so, dass ich ja mich fast nur noch von Müsli ernährt habe, fast nur noch geschlafen habe und ja, viel, viel negatives Gedankengut in meinem Kopf hatte. Dann bin ich am Donnerstag noch die Treppe runtergeflogen mit den Krücken, weil ich noch Wäsche holen wollte und ja, jetzt habe ich dort noch Probleme. Und ich hätte ja einen neuen Arbeitsplatz angefangen, was ja dann auch nicht ging. Und ja, es war dann halt so, dass meine Psychologin noch vorbeikam und es nicht so ein gutes Gespräch war und sie mich einweisen wollte und das am Schluss auch musste, weil ich Schabernack getrieben habe, um es niedlich zu sagen. Ich werde hier nicht weiter darauf eingehen, was ich gemacht habe, weil ich erstens mich schützen will, weil ich genau weiß, dass es da draußen Leute gibt, die das nicht verstehen. Und zweitens möchte ich auch niemandem irgendwie Ideen geben, was man da so alles machen kann, um sich da super zu schädigen. Nur so viel, also meine Schädigung hat mich ins Krankenhaus gebracht und ja, bin dann am Samstag in die Klinik übergetreten und war jetzt bis heute dort. Ja, und darum konnte ich leider am Sonntag logischerweise nichts hochladen, weil ich ja in der Klinik war und absolut nichts dabei hatte. Ich hatte keine Cam dabei, ich hatte keinen Laptop dabei und ich wäre mir, glaube ich, auch ziemlich komisch vorgekommen, im Zweizimmer zu sitzen und Videos zu drehen. Und darum, ja, musste das jetzt halt warten und dafür bekommt ihr heute eins und wahrscheinlich diese Woche auch noch mehrere. Ihr könnt mir gerne wieder Themen hinterlassen, was ihr gerne hättet, weil ich im Moment so etwa, ja, ein paar Themen von euch wieder mal dran nehmen möchte. Was sicher morgen oder Freitag kommt, ist eine Leserezension, die ich schon lange gemacht habe. Die ist geschnitten und fertig und die wartet eigentlich nur noch aufs Hochladen. Nur irgendwie, ja, keine Ahnung, will sie sich noch nicht hochladen. Und dann gibt es sicher noch ein, ja, ein Haul, Kosmetik, Schmuck, ja, Bücher, DVDs und so weiter. Aber das sehen wir dann. Ich warte nämlich noch auf DVDs und ich hoffe, dass die morgen oder übermorgen kommen. Genau, und ja, sonst werde ich in den nächsten Tagen halt schauen und das möchte ich euch auch ganz fest ins Herz legen. Wenn ihr krankgeschrieben seid, weil, wenn ihr nicht zur Schule, zur Arbeit, zur Uni könnt, dann macht euch einen guten Tagesplan, weil ich merke, wenn ich mir keinen Plan setze, dann falle ich in ein Loch, weil ich immer nur noch nach unten
also emotional. Und darum ist es zum Beispiel bei uns Essgestörten sehr, 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 sehr wichtig, und ich betone das extra so viel mal, dass wir regelmäßig essen. Bei mir sieht es jetzt die nächsten Tage so aus, bis ich wieder arbeiten kann. Am 31. ist meine Krankschreibung vorbei. Bis ich wieder arbeiten kann, ist es jetzt bei mir so, dass ich jeden Tag in eine Institution gehe, wo ich Mittagessen kann. Und das ist bei mir vom ambulanten betreuten Wohnen, von dieser Institution. Die haben auch noch ein Wohnheim, und dort können auch Leute wie ich eben abend Mittagessen gehen. Und ich habe mir jetzt wirklich für die nächsten Tage, habe ich mir wirklich einen Plan gemacht. Und zum Beispiel kann ich euch heute erzählen, heute Morgen bin ich, ja, Mittag bin ich aus der Klinik gekommen. Nachmittags war ich in der Stadt bei der Hausärztin. Ich war einkaufen, ich war in der Apotheke, kam nach Hause, habe mir die Haare gefärbt. Ja, ich weiß nicht, ob man es sieht. Ich habe mir einen Schokoladenbraun ausgesucht. Ja, eben, dass dann auch auf dem Gesicht landet bei mir, weil Haare färben als Sehbehinderte ist nicht ganz einfach, aber es ist machbar. Ja, und habe mir dann noch die Nägel so mit diesem Nail Art Nagellack von Essence, diesem Crackling Nagellack gemacht. Ja, sie sind nicht schlecht gekommen. Ich hatte schon bessere Ergebnisse. Aber eben, macht ja nichts. Muss ja nicht immer perfekt sein. Und dann habe ich meine Beiständin nochmal angerufen, meinen Großeltern. Und jetzt bin ich am Video drehen. Wir haben es jetzt etwa 19 Uhr. Und dann schneide ich das und lade das auch hoch. Muss noch meiner Mutter eine E-Mail schreiben, dass ich ja schon lange wollte und dass ich irgendwie immer wieder auf die Bank geschoben habe. Dann, ja, mache ich mir noch einen gemütlichen Abend. Essen sollte ich auch noch unbedingt etwas, weil ich im Moment sehr darauf achten möchte, dass ich meine drei Mahlzeiten einhalte. Und ja, morgen kommt eine Kollegin von mir, die ich aus einer Klinik kenne, schon seit etwa 4 Jahren oder so. Auf jeden Fall kommt sie morgen und ich gehe eben dort essen. Morgens kommt meine Betreuerin und meine Beiständin. Und ja, so werde ich jetzt morgen die ganze Woche planen. Und ja, ihr werdet auf jeden Fall von mir hören, wie es läuft. Am Sonntag kommt hoffentlich wirklich ein Video online, aber ich denke schon, weil ich habe jetzt nicht vor, am Sonntag schon wieder irgendwo festzustecken. Darum, ja, werden wir uns sicher am Sonntag sehen, aber wir werden uns auch schon früher sehen. Gut, ihr Lieben, ich mache jetzt Schluss und wünsche euch einen schönen Abend. Bis dann, ciao. Ah. Hallo zusammen, Entschuldigung, wenn ich so blöd grinse. Ja, ich habe dieses Video jetzt schon einmal abgedreht. Wollte vorhin das Foto machen für das Tumball und sah, dass ich hier alles braun bin vom Nägel lackieren. Klar. Vom Haare färben, genau. Naja, ich hoffe, ich habe jetzt alles erwischt und ich sehe nicht mehr aus wie ein davongelaufener halber Schokohase oder so, sondern kann einigermaßen einen guten Eindruck bei euch machen. Naja.